Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs, im Multiplayer auf der ProMods. Und ja, wir fahren heute von Magdeburg nach Bremen. Wir haben 18 Tonnen geladen und zwar Käse. Und da fahren wir jetzt los. Genau, 18 Tonnen Käse, wie schon gesagt, nach Berlin zum Rewe fahren wir heute. Genau. Ja, sind jetzt 158 Kilometer, ein bisschen weniger wie sonst in meinen Videos, aber ich denke, das sollte reichen. Ja, heute ist auch schon wieder Mittwoch. Das heißt, die Hälfte von der Woche haben wir schon wieder geschafft. Genau. Die Hälfte haben wir geschafft. Und ja. Jetzt gestern war ich abends live. Ja, gestern ist auch ein neues Handy am Server gekommen. Genau, wer das sehen will, einfach den gestrigen Stream anschauen. Da habe ich euch gezeigt. Genau. Ansonsten, heute Abend werde ich wahrscheinlich, so wie es ausschaut, nicht live sein. Es kann natürlich sein, dass ich trotzdem noch spontan live bin. Warum schneiden das? Aber ich bekomme nichts auf die Scheibe. Komisch. Es kann sein, dass ich trotzdem spontan live bin, aber eher heute wahrscheinlich nicht. Heute mache ich, sage ich mal, eine kleine Streaming-Pause. Morgen geht's dann aber dafür wieder weiter. Also morgen am Donnerstag werde ich wieder streamen. Und ja, am Freitag kommt ein Video um 16 Uhr und ein Stream. Und ja, und dann am Samstag kommt dann ein ja, Video auch wieder um 16 Uhr und abends dann auch wieder ein Stream. Biege nach rechts ab. Genau, dass ihr da bloß, weil ihr schon wieder Bescheid wisst. Ah, jetzt werden die Scheiben voll, okay. Es war jetzt in Magdeburg so, dass die Scheiben nicht voll Schnee geworden sind. Komisch, komisch hier. Egal. Ja. Dann kommen wir zu ETS und zu LS. Von beiden gibt es jetzt wieder nichts Neues. Genau, da gibt es wie gesagt wieder nichts Neues. Da müssen wir mal schauen, wann es da wieder was Neues gibt. Genau. So, da rechts schon wieder runter. Jetzt aber erst noch ja, zu 5M kurz was. Ja, da wurde jetzt das Handy eben überarbeitet, komplett geändert praktisch. Ja, es ist jetzt so, dass man übers Handy eben viel mehr machen kann. Man kann spielen, man kann jetzt den Gebrauchtwagenhändler anschauen. Also es gibt über das Handy funktioniert jetzt gefühlt alles. Genau, deswegen da, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich gerne meinen Stream von gestern nochmal anschauen, die Wiederholung. Da habe ich euch auf jeden Fall gezeigt. Genau. Genau, so viel zu dem. Ja, dann schalten wir mal Fernlicht ein, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ja, dann. Ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und am Samstag bin ich dann auch noch immer zusätzlich live ab 20 Uhr. Ja, diese Woche habe ich wieder Berufsschule, da bin ich wieder öfters live. Heute Abend wahrscheinlich aber eher nicht. Falls ich trotzdem live bin, werde ich den Stream wieder vorher auf YouTube ankündigen, eine Stunde vorher circa. Genauso wie auf Discord werde ich da auch wieder euch benachrichtigen und auf Insta, so ich sag mal 10 Minuten vor dem Stream auf Insta dann meinen Community Discord Server und mein Insta Account ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau, dass ihr da einfach auch benachrichtigt werdet, weil YouTube die Glocke, ja, mal funktioniert sie, mal funktioniert sie nicht. Deswegen vorsichtshalber auf den Discord-Server joinen oder auf Insta mir folgen, dann werdet ihr dort benachrichtigt. Genau. Ja.
dann, ja, morgen ist schon wieder Donnerstag praktisch. Ja, die Woche ist schon eigentlich so gut wie schon wieder rum. Ja, wie gesagt, morgen Abend werde ich wahrscheinlich auch live sein, aber erst später, so 20 Uhr, nicht so wie jetzt sonst 19:30, sondern wahrscheinlich erst 20 Uhr oder 20:15 Uhr sogar erst. Muss ich mal schauen. Und ja, am Freitag dann wieder ganz normal ab 20 Uhr. Ja, vielleicht auch eher mal schauen. Das würde ich euch aber dann noch im Video am Freitag sagen. Und dann Samstag ganz normal 16 Uhr ein Video und dann abends wahrscheinlich auch wieder ab 20 Uhr. Ja, genau. Genau, genau, genau. So, dann müssten wir jetzt eigentlich... Ja, 60 Kilometer haben wir jetzt noch. Ja. Ja, jetzt sage ich mal meine Meinung. Ne, wie soll ich das am besten sagen? Doch, jetzt sage ich meine Meinung zu Platin, zu den Fraktionen. Links halten. Müssen wir da herüben bleiben. Zu Platin, zu den Fraktionen. Also Fraktionen meine ich jetzt zur Polizei, sage ich jetzt kurz was, zur Feuerwehr, zu der Rettung, zum ÖMTC und zu den illegalen Fraktionen allgemein. Genau. Da würde ich schon noch mal ein bisschen was dazu sagen wollen. Weil ich muss sagen, bitte links halten. In letzter Zeit das RP mit den illegalen Fraktionen und der Polizei, ich weiß nicht. Ich finde, es geht für mich in die falsche Richtung, muss ich sagen. Es geht für mich in die falsche Richtung zur Zeit. Also damals fand ich, war das RP schon mal tausendmal geiler wie jetzt zur Zeit. Ja, mit der Polizei und den illegalen Fraktionen. Woran das liegt, weiß ich nicht, weil ich ja, bekomme das immer bloß so praktisch am Rande mit, weil ich bin ja weder bei der Polizei noch bei der bei illegalen Fraktionen. Genau. Deswegen, also noch ein Punkt, also das zu denen. Ich kann es, wenn ihr wollt, auch in dem Stream, in den Streams noch besser erklären. Oder dann im nächsten Video auch. Das ist jetzt bloß so, ich sag mal, grob so die Sachen. Genau, zum ÖMTC. Da hat es ja auch wieder Leitungswechsel gegeben und so weiter. Da finde ich auch derzeit, der ÖMTC macht, er versucht gutes RP zu machen, sagen wir es mal so. Aber dann kennen sich die wieder nicht mit den Abschleppen aus. Und dann steht zum Beispiel wieder nicht das Auto am Abschlepper, sondern der Abschlepper am Auto. Und dann müssen sie es wieder komplett wegtun. Also das ist auch so ein Ding, wo mich zurzeit ein bisschen stört. Ich weiß nicht, ob sie falsch eingeben oder so, ob die nicht das richtige erklärt bekommen. Oder ob das am Server zurzeit liegt, dass das einfach mit dem Abschleppsystem nicht richtig hinhaut. Weiß ich nicht. Bei der Feuerwehr funktioniert allerdings das Abschleppskript normalerweise schon. Deswegen, ich glaube, die bekommen einfach nicht so eine richtige Einschulung. Und deswegen machen sie das auch falsch dann. Das finde ich so ein negativer Punkt, gerade was RP angeht. Von der Rettung finde ich soweit gut. Das RP, also Rettung kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Feuerwehr, also da bin ja ich selber. Da muss ich auch sagen, gibt es Zeit Sachen, wo ich dann auch ansprechen werde. Also bezüglich Sachen meine ich jetzt, wir können ja von den Fahrzeugen überall dann einen Unterflughydranten praktisch setzen. Aber gibt es ja in echt eigentlich auch nicht. In echt gibt es auch nicht überall einen Unterflughydranten. Da, ja, gibt es dann manchmal längere Schlauchleitungen und so weiter. Das habe ich jetzt mehr vor, dass wir das auch machen. Und dass wir halt das praktisch mehr ausspielen, das RP. Weil zur Zeit ist es wirklich so, wir fahren hin. Einer tut dann Verteiler setzen. Ah, nee, Verteiler nicht setzen.
einer tut dann praktisch ja Unterflügel dran versetzen mit B-Schlauch eben. Und ja, das war's dann im Prinzip schon. Und dann halt tun die anderen derweil schon Atemschutz ausrüsten und den Schlauch halt nehmen. Und ich finde, da fehlt zurzeit bei uns, also bei der Feuerwehr, auch ein bisschen mehr das richtige RP. Genau, das will ich auf jeden Fall auch schauen, dass das jetzt hat, dass wir das hinbekommen. Dass das eben auch dann mehr ausgespielt wird, das Ganze. Genau. Bloß, dass ihr da mal Bescheid wisst. Ich finde sogar allgemein ist das RP irgendwie. Soll jetzt nicht doof klingen, aber so. Oder so. Aber allgemein finde ich, das RP zurzeit ist nicht so hund. Also es ist schon RP. Aber es war damals echt schon mal besser. Von allen jetzt. Deswegen. Ja. Soll jetzt nichts gegen die jeweiligen Fraktionen oder so sein. Auf keinen Fall. Sind ja bloß jetzt. Ist ja bloß jetzt meine Meinung. Und ja, bei der Feuerwehr ist halt zurzeit auch nicht so gutes RP. Da gibt es auch gerade nicht so gutes RP. Aber da kann ich wenigstens was machen bei der Feuerwehr. Aber bei der Polizei, ich finde Polizei und illegale Fraktionen ist zurzeit wirklich echt nicht gut. Drücken wir mal so aus. Genau, soll jetzt auch nichts. Ja, ist halt einfach bloß, was ich finde. Man kann es verbessern, wenn es die Polizei oder die illegalen Fraktionen verbessern wollen. Genau. Ja, aber jetzt würde ich sagen, war es mit diesem Video. Wir sehen uns dann, ja, wie gesagt, eventuell heute Abend im Stream ab 20 Uhr. Oder dann ja morgen im Stream oder dann am Freitag um 16 Uhr im Video oder dann am Freitagabend ab 20 Uhr im Stream. Bis dahin. Ciao.